Die kleine Hexe Malexe. Eine Bilderbuchlesung mit Andrea Hammer. Ich wünsche euch viel Spaß heute bei der zweiten Geschichte von der kleinen Hexe und Malexe aus der Lesezugreihe aus dem G&G Verlag zum Vorlesen und zum Mitlesen. Die Buchstaben aus unserem Alphabet, die kennst du ja schon. Suchen wir gemeinsam den Namen von der Hexe Malexe. M wie Monster. A wie Affe. Ü wie Löwe. E wie Elefant. X. E wie Elefant. M, A, Ü, E, X, E. Wenn du magst, kannst du auch gerne wieder die Buchstaben von deinem Namen suchen. Weißt du noch, das letzte Mal hat die Hexe Malexa versucht zu hexen und es sind lauter Würmer in der Luft herumgeflogen. Malexe gibt nicht auf. Also gut, seufzt Malexe. Dann probiere ich das A. Sie schüttelt die Würmer von ihrem Schal und singt so laut sie kann. Dabra Naxe, ich Malexe, Haxe, 80 Lachse. Doch was geschieht? Keine 80 Lachse. Malexe hat Socken gehext. Sie krabbeln unter dem Teppich hervor. Diesmal versucht Malexe, sich nicht zu ärgern. Sie probiert stattdessen einen dritten Hexenspruch aus. Diesmal mit I. Simsalixe, ich Milixe, Hixe eine Meerjungfrau. Und was geschieht? Nichts geschieht. Das glaubt die Hexe Malexe zuerst. Doch dann bemerkt sie das Wasser. Es kommt aus dem Badezimmer. Malexe stürmt erschrocken ins Badezimmer. Einige Socken und Würmer folgen ihr. Und nun sieht Malexe die ganze Bescherung. Die Badewanne läuft gerade über. Das Wasser aus dem Wasserhahn fließt und fließt. Und oben schwimmt? Nein, keine Meerjungfrau, sondern eine Ente. Malexe schluckt. Sie muss das Wasser abstellen, aber der Wasserhahn lässt sich nicht zudrehen. Da schnappt sich Malexe eine Socke. Sie stülpt sie über den Wasserhahn. Dann rennt sie wütend aus dem Badezimmer. Rums! Die Tür ist zu.
Malexe. Sie muss einen nächsten Spruch versuchen, schneller als der Blitz. Hoxe, poxe, och, molopse, hops, hüpse, rote Möpse. Ups, das war nicht ganz ein Spruch in O. Trotzdem zeigt er Wirkung. Malexe merkt es zuerst an ihren Zöpfen, dann an den Kirschen in der Obstschale und dann an ihrem Besen. Malexe glaubt es einfach nicht. Alles, was rot ist in ihrem Haus, hopst auf und ab, sogar der Teekessel. Er hüpft am wildesten von allen roten Hopse-Dingern und pfeift dabei in einem Fort. Das ist ja nicht zum Aushalten. Malexe hält sich die Ohren zu. Sie ist schon kurz vor dem Weinen. Buhuhu. Trotzdem will die kleine Hexe Malexe jetzt nicht aufgeben. Sie gibt sich einen Ruck und murmelt. Huxu, puxu, uch, muluxu, huxu, unu, ruxu. Was jetzt wohl wieder passiert? Ich bin schon gespannt. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, kannst du gern auf Abonnieren klicken und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Geschichte von der kleinen Hexe Malexe. Danke an Susa Hemmerle als Autorin. Danke an Cornelia Seelmann als Illustratorin. Danke an G&G Verlag. Wenn du neugierig bist, wie dieses Buch aussieht und was es da noch für Überraschungen gibt, kannst du gerne unter www.ggverlag.de unter der Lesezugreihe hineinschauen. Bis bald, eure Andrea Hammer.